hier gerade mal, ja, ich sag mal, fast 45.000, ist nicht viel, kann mir gerade so schön ein Auto leisten, da haut mir trotzdem die Autoversicherung richtig hart eine rein. Und ja, also es geht gerade so. Jetzt ist gerade das Auto hier stehen lassen, damit das respawnt. Und sich da wieder schön hinstellt, gesund und munter, wie sich das da hinstellt und dann steht es da kaputt dort und irgendjemand holt sich's. Und ich wollte mich noch healen gehen. Zum Glück bin ich mal 150% bei der Sache. Ja. Hä? Oh. Okay. So. Dass wir alles mal kurz aktualisieren gehen. Gleich hinter zu unser Auto. Ich glaube, wir könnten ja mal das Nitro testen. Weil ich es kann. Nicht weil wir es können, sondern weil ich es kann. Das ist mein Auto und deswegen kann ich das und das bleibt alles so wie es ist. Ja. Das war nicht lustig, ich weiß. Das war einfach nicht lustig. Ist gerade Tag geworden? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ja. Yeah. Ich habe mir das Auto gerade zur Kenntnis gegeben, dass die tolle Zeug immer noch eingebaut ist. Oder werde ich mal versuchen, wenn wieder das für die Kurve zu benutzen. Ui. Ja, hat was. Hat auf jeden Fall was. Aber wahrscheinlich auch ziemlich lustig, wenn ich so die Kurve fahre und irgendjemand sieht das. Da wird sie auch wundern. Da muss aufpassen, dass ich kipp. Aber das ist doch Spaß, wenn ich das mit fahren, ist ich viel Bock. Ja, so die Kurve zu fahren. Ich weiß nicht mehr, was da so viel Bock macht. Das macht einfach Bock. Das ist mein Trick. Okay, jetzt muss ich die entgegengesetzte Richtung drücken, in die ich um die Kurve fahren will. Genau. Okay. Dann habe ich das jetzt circa. Kann auch ein bisschen rumpupsen. Ich hoffe, Offroad. Weil das früher beim Singleplayer funktioniert. Dann mach ich das Licht an. Das ist auch schön. Boah, voll der Skiller. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, da kriegt man nicht so leicht, oder? Weil man ist ja schon so richtig in die Kurve gelegt. Und müsste sich ja dann auch noch mehr legen. Also, ich glaube, da wird schon eine Geschwindigkeit. Ich soll ja von der Idee, ich fahre von dem Bus und spring dann einfach mal. Also ich fände das ziemlich lustig. Nein! Wo? Na, versuch was wert. Es hat er auf jeden Fall was. Es hat er auf jeden Fall was. Alter, nicht ernsthaft. Ich dachte schon. Okay, alles gut. Der Bus wollte nicht ran. Beruhig dich. Man darf 100. Ja, ich glaube, man darf 100 fahren. Oh, jetzt auch eine Baustelle. Ach ne, das ist noch die gleiche Baustelle. Scheint eine große Baustelle. Hier funktioniert es nicht geil, weil ich weiß, dass es das letzte Mal drauf war, dass es nicht so war. Als dass sich auch immer wieder was an den Straßen verändert. Und ich sage mal, dass das gleiche ist. Hier vorne ist Pizza, das weiß ich. Und ich habe vergessen, wo das Zeug ist, aber ich werde zu finden, wenn ich keine Angst habe.
Karte gucken und super so lokalisieren, wo das sein könnte. Ja, richtig lokalisiert. Ist ja nur ein Parkplatz dahin. So. Ich glaube nicht, dass hier Parkverbot ist, sonst würde doch hier bestimmt irgendwo ein Schild stehen. Das Auto zu. Ja. Zu. Zu. Hallo. Zu. Ach, man muss daneben stehen. Ach so. Okay. Alles klar. Alles klar. Enter. Drücke Leertaste. Okay, mach ich einfach mal. So. Okay. Es fehlen die Paintball-Einstellungen der Lieder dieses Spiels. Muss erstmal die Einstellung beenden. Okay. Gut. Jetzt muss ich meine Deagle Skills verbessern. Ich hoffe, man kämpft jetzt auch mit Deagle. Nein. Alter, und dann noch mit dem Polizisten-Skin, ne? Das ist ja unter aller Sau. Nein. Hä? Achso, respawn. Das dauert anscheinend etwas. Hä? Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Alter. Das ist ja schlimm. Nein! Oh Gott, das dauert 60 Minuten. 60 ist klar. Ich hab da 65 Energy Points für verkackt. Fuck! Ach, komm! Ja. Ich hätte auch viel lieber mit Deagle gespielt. Nein. Okay. Alles ist gut. Alter, ich hab den nicht getroffen. Nein. Ach, puh. Ich bin so schlecht und das dauert 16 Minuten. Das ist doch schlimm. Ich bekomme wahrscheinlich bald eine Paintball-Sperre wegen Schlechtheit. Wenn es was geben würde, dann würde ich es bekommen.
habe ich scheiß Reflexe. Okay, muss ich erst hier reinfinden. Ich meine, ich lang kein. Okay, da kann ich jetzt echt fertig machen. Gott sei Dank erstmal gespielt. Aber mal ein bisschen reinfinden. Und dann mache ich das schon. Okay, alles gut. Alter, wie treffen die mich so schnell? Das ist ja übel. Das ist ja schlimm. Ganz ehrlich, ey, der macht einen Schuss und hat mich sofort. Ich meine, ich möchte jetzt echt niemanden wegen irgendwelchen Spiel. Erleichterungsmöglichkeiten anklagen, aber mir kommt so vor, als hätte der Herr einen Hack dran. Aber wie gesagt, ich werde ihn hier deswegen anklagen. Oh nein. Okay. Alter, ganz im Ernst, ey, das war ein einziger Scheißschuss. Der kann mich doch nicht jedes Mal treffen. Alter. Vielleicht kann einer von euch sich mit GTA San Andreas Mods auskommen und sagen, ob der einfach nur fahrmäßig skilled ist oder cheatet. Ich meine, die können mir doch nicht sagen, dass ich die nicht getroffen. Oh, ich habe ihn getroffen. Ich dachte schon. Ist voll. Double Kill. So. Ein paar Kills mache ich jetzt wenigstens. Zwar nicht viele, aber wenigstens ein paar. Die totale Noobigkeit legt sich langsam. Okay, das war logisch. Ich bin einfach an der, die das, was auch immer, vorbeigelaufen. Ja. Das war auch dumm. Ich bin genau in den Schussbahn gelaufen. Ich meine, er hat ja mehr als einen Schuss dafür verwendet, ne? Wie manche anderen. Wie denn? Wie? Alter. Ich wusste es. Ich wusste, da geht es um die Ecke und hat mich mit einem verfickt. Okay. Ich werde mich jetzt nicht aufregen. Nicht in GTA San Andreas. In COD okay, aber nicht in San Andreas. So. Und wieder hat man einen Nachteil einer guten Internetleitung. Und zwar fällt man einfach gleich tot um. Dann hätte ich ja wenigstens eine schlechte Internetleitung, ne? Ich meine, dann könnte ich ja wenigstens noch kurz leben, nachdem ich tot bin. Aber nein, ich muss eine gute Internetleitung haben. Und muss. Okay. Muss sofort sterben. Ich habe trotzdem 44er Ping. Ich dachte, der wäre besser. Okay, es ist purer Skill, weil. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass hier. Irgendwie sind alle so gut. Mit nur einem Schuss haben sie gleich jemanden. Also, ich weiß, dass es so gemacht ist, damit man. Lol. Nur einen Schuss braucht, um jemanden zu töten. Aber die meisten treffen einen echt schnell. Alter, 56 Kills. What the fuck? Ja, das ist ja schlimm. Alter. Ich dachte schon, ey. Ich dachte schon. So, wo ist F12? Wo kann man nochmal Notus ausschalten? Nein, natürlich nicht.
Nur gerade geiler Gedanke. Kam ich halt gerade so drauf. Ja, ich hätte mich schon gewundert, hätte er mich nicht getroffen. So. Okay, ich bin nichts mehr gewohnt. Ich habe schon vor den vielen Sprechen ein leichtes Kratzen im Hals. Das ist ja schlimm. Ich muss mehr reden. Alter. Am wenigsten habe ich noch erwischt. Am wenigsten habe ich noch erwischt. Kurz etwas mehr trinken. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen mein Bett bevorspulen, weil ich glaube nicht, dass es so spannend ist. Falls ich spannend finde und ich das wiederholen soll, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und bis gleich. Da bin ich wieder einfach ein paar Minuten geskippt. Und es geht gleich wieder voll ans Nuben. Ja. Wusste doch, der ist da. Habe ich ihn? Ach nein! Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Einfach mal reinhalten. Alter, ich habe niemanden getroffen. Alter! Ja. War der nicht gerade AFK? Okay. Okay. Double kill. Yay, ich bin tot. Und ich glaube, Rules lässt ein bisschen nach. Also wie gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen geskippt. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt es ja irgendjemandem, wenn ich hier die ganze Zeit in der Paper verkacke. Das sind bestimmt. Das ist. Ich werde 15 bis 20 Minuten Parts machen, als der Plan läuft. Und welches habe ich dir noch? Und ja, ist klar. Wie gesagt, wird 20 Minuten und es geht ja 16 Minuten Paintball. Jetzt vielleicht eine Minute überspringen, vielleicht auch zwei. So, einfach kurz stehen bleiben am Spawn. Die Reflexe, die sind ja schlimm. Alter, der war doch an einer Hochschule für Reflexe. Kann das auch irgendwie liefen, das Game? Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag einmal kommt. Dass ich Roulette. Roulette, genau das jetzt Roulette. Töte. Ich guck mal kurz. Lief. Nein. Double Kill. So, müsst ihr euch jetzt nur die voll coole Stimme vorstellen, die das sagt. Voll die coole Stimme, Double Kill. Und dann ist cool. Dann ist cool. Nicht, wenn ich das sage, wenn es voll die coole Stimme sagt. Ohne Mensch, nur Stimme. Ist klar, ne? Ist klar. So, aber wenigstens habe ich noch einen erwischt, wo ich einfach reingehalten habe. So, jetzt geht's ja gerade wieder. Wer weiß, wie lange, bis ich nur noch getötet wird. Bis ich nur noch getötet wird. Ich dachte schon. Alter. Vielleicht hat Roulette nur die schlechteste Internetleitung von allen. Dann kann es auch liegen. Wie Black Ops hat man ja auch einen Vorteil, wenn man eine schlechte Internetleitung hat. Sowieso voll für den Arsch. Man wird dafür bestraft, wenn man viel Geld für Internet ausgibt. So, ich würde mal gerne Zwischenfazit wissen, wie lange das circa noch dauert. Ich hau mal kurz ab und hoffe dann einfach mal darauf, dass ich. Ja, 14 von 16.
Ich kann auch Selbstmord begehen. Nur so aus Fun. Oder einfach mich irgendwo hier vercampen und dann so immer so runterschießen. Aber ich dachte, ich habe ihn erwischt. Das wäre mal richtig geil gewesen. Ich kann in Area 51 einbrechen. Oder war es eine andere Zahl? Ich glaube, es war Area 51. Er wird gleich auf mich schießen. Und mich treffen. Okay, jetzt nicht mehr. Ich will in Area 51 einbrechen. Boah, ist aber geil gemappt. Ist das eigentlich das... Ja, ich... Ja, das ist das von Elochi. Es sieht echt geil aus. Alter, sieht wirklich geil aus. So. Man kann die Zeit natürlich auch sinnvoll nutzen und sich Area 51 angucken. Es sieht wirklich geil aus. Kann man ja irgendwo drüber und angucken. Ich vermute mal nicht ohne Auto. Aber da vorne ist ja der Zaun. Ich weiß nicht, ob der extra nochmal zugemappt wurde. Mal gucken, den kann ich da mit meiner coolen AK aufsch... Mir folgt einer. Hä? Der ist unsichtbar. Oh Gott. Oh Gott. Okay, haben sie weggemappt. Ist das echt eine Festung? Wie, ich kann mich nicht mehr bewegen. Alter, über 100 Kills, das ist ein 100 plus Gameplay. Yay, 5 XP. Das ist 30 Kills, oh Gott. Ich kann auch einfach hier. So, rein da. Hup. Yay! Nichts unterhalten für den Zuschauer. Nicht Zuschauer. Okay, dann schreibe ich dich, dass ich selber knapp bei Kasse bin. Ich würde jetzt gerne wissen, ob das was gekostet hat. Sieht aber nicht so aus. Wenn dann nur ein kleines bisschen was. Und wo könnten wir hin? Wo könnten wir hin? Wir können jetzt natürlich die andere Welt mal, da habe ich jetzt voll keinen Bock drauf. Das macht mich mal zu wieder richtig Bock, LOT zu zocken. Ich mache jetzt hier voll live, stelle ich jetzt mal einen Beruf vor. Aber weil ich richtig hart Bock drauf habe. Einfach runter und Beruf erstellen. Ah, weil ich's kann. So, da steht ja bestimmt auch gleich, ob ich meinen Job kündigen kann. Können wir das nicht drauf probieren? Geht gut ab, ne? Geht gut ab. Gut ab, der geht gut ab. Ich weiß gar nicht, warum ich immer alles sage, was ich halt nicht mache. Das kann ich nicht so richtig verstehen. Okay, ich kann noch raussteigen, wenn es zu ist. Gut. Mal gucken, welchen Job ich vorstellen könnte. Jobsuche. Los Santos T/T/ Quit Job. Nein!
Okay. Yay, leere Versprechen. Tut mir natürlich sehr leid, aber das wusste ich nicht. Ich dachte, ich habe den Job schon ewig, weil das eigentlich mein Standardjob ist. Also ich. Das ist eigentlich der Job, den ich immer habe. Und ich wusste nicht, dass ich mal gewechselt habe. Ich will einfach mal ein bisschen rumhüpfen. Vielleicht gibt es jemand dafür Geld. Lol. Nein, Spiel bitte nicht. Ich dachte schon. Ich glaube, das lag am Server. Hier werden sie auch denken, was ein Idiot. Oh ja, das geht mal richtig ab. Haha. Voll krass. Und Stunde Nummer 2 ist absolut. Hüpf, 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 hüpf. Leute, mit meinem Auto nerven. Da will ich aufpassen mit dem Blitzer. Warum denn falsch rum? Warum? Manche Leute verstehen ihn und werden ihn nicht verstehen. Ich verstehe es einfach nicht. Wir können uns auf das Haus begeben. Wie was finden. Oh, warte, ich habe gerade eine ziemlich geile Idee und ich bin gleich wieder da. So. Mich wieder nicht das aufgefallen. Aber sie ist ziemlich leer. Ich will auch dieses Rest-Geräuschmittel und ich weiß es nicht. Und als ich geguckt habe, ich habe geguckt, wo das Rest-Geräuschmittel was ich anbieten kann. Das werde ich jetzt mal live machen. Aber erst mal. Wenn ich dann aufgefragt habe, wird wahrscheinlich auch mal das erste kommen. Warum fährt er denn in die falsche Richtung? Ich kann es einfach nicht verstehen. Der fährt mit Diesel. Okay. Okay, das bin ich auch. Ich möchte gerne 59 Liter. War das teuer? Nehmen wir mal unser Wagen und reparieren. Dieses Wetter, ne? Ist ja schlimm. Achso, ja, es gibt diese eigenen Paint Sprays, Reparier, Umlackierungsdingens. Habe mich gar nicht sehr kalkuliert. Da muss ich hoffen, dass ich das nicht wieder finde. Video reinspitzen. Reparieren. Falsch. Das wäre ja schon mal gut an. Hier lang.
Genau. Ist das das Haus von der Jane? Ich weiß gerade den Namen nicht auswendig. Ne, ich lasse dich nicht rein. Das ist mein Auto. Ja, hier sind wir richtig. Glaub ich, ich werde mich nicht mehr. Ich glaube, das ist es. Rinus. Nein! 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 Das gibt's doch nicht. Ich will aber, dass das Auto hier schön und unbeschadet steht. Das heißt, wir müssen es so erinnern. Oh, wie nervig. Ich denke, Rinus passt das nicht. Ich denke, das ist das richtige Haus. Denn ich bin hier natürlich als besseren Belehrerin. So, weil ich frage, warum ist mein Auto nicht versichert, das ist scheiß teuer und ich versuche einfach keine Unfälle zu bauen. Und wir haben schon 2014. Oh, nehme ich schon lange auf, das ist echt cool, dann werde ich wahrscheinlich gleich ein Rad hochladen. Okay, aber ich habe gerade 3000 Meter hier, das ist nicht so schlimm. Ja, ich finde meinen Wagen wichtig genug, um den darunter zu stellen. So, Licht aus. Ich habe den Motor vergessen auszumachen. Nein! So, ist das jetzt offen? Rausgehen. Zumachen. Und einmieten. /anrent. Ist jetzt kein Zuhause mehr. /Rent-Ruben. Das nehme ich um 400 Euro billiger als das alte. Gut. Boah, das war ein geiles Haus, ne? Kann ich jetzt hier auch /hier? Leider kein Armor-Upgrade. Aber man kann auch nicht alles haben. Mal kurz komisch gucken. Das ist natürlich mein Zimmer, ist klar. Mit extra Badewanne und extra Dusche in schönen, ekligen, kalten Pixeln. Ja, und natürlich hoffe ich wie immer, euch hat es wieder gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ich wieder eine Runde auf LOT spiele. Woher kam das rosane Licht? Ach, das ist scheiße. So. Hier noch cool hinstellen. Bis zum nächsten Mal bei mir bei LOG. Bis dann.